Manchmal schreiben uns Menschen oder es ergibt sich im Gespräch, dass sie sagen, ich weiß gar nicht, warum ich mit so vielen Schwierigkeiten zu kämpfen habe. Es gibt dauernd irgendwelche Probleme. Ich habe Probleme mit Menschen oder mit Unfällen und es ist wie so eine nicht enden wollende Reihe von irgendwelchen sonderbaren Herausforderungen und Schwierigkeiten in meinem Leben. Warum ist das so? Wieso stolper ich da von einem Ding in das nächste sozusagen hinein? Und es gibt natürlich verschiedene Dinge, die man dabei berücksichtigen muss, die wichtig sind, wo man einfach auch prüfen muss. Aber ein Gedanke, den ich dir weitergeben möchte, ist der. Stell dir einfach vor, dass du ein Offizier in der Armee des Herrn bist oder ein Offiziersanwärter. Du hast die Uniform an. Du hast vielleicht schon Abzeichen. Du bist glasklar erkennbar. Du bist jemand, der in einer bestimmten Berufung für den Herrn unterwegs ist. So, wenn du jetzt mit voller Uniform durch feindliches Terrain gehst, durch eine feindliche Stadt gehst, ist es völlig logisch, völlig selbstverständlich, dass die Menschen dort, der Feind, was immer da ist, dich anpöbeln, dich attackieren, dich angreifen, dich beleidigen. Ist ja logisch. Sie sehen, oder die Mächte hinter den Menschen sehen, da ist jemand, der eine hohe Berufung hat für das Reich Gottes. Es ist der Gegner aus ihrer Sicht und sie attackieren ihn. Das ist eigentlich relativ logisch. Und so müssen wir einfach verstehen, dass oft die Attacken, die gegen uns kommen, ob was auch immer das sein mag, häufig wie ein Kompliment zu nehmen ist. Wir sind gefährlich für den Feind. Deshalb geht er gegen uns an. Schau, Paulus beispielsweise, der nun wirklich viel für das Reich Gottes bewegt und errungen hat, der tut Schwierigkeiten, in denen er ist, schwierige Phasen, durch die er gegangen ist, fast wie Abzeichen, wie Orden bewerten. Wie so ein Veteran, der erzählt, hier habe ich das gemacht und da war die Schlacht und da bin ich durch diese Herausforderung gegangen, so sieht er die Phasen, die schwierigen Phasen, durch die er in seinem Leben gegangen ist. Das hat ihn sozusagen als Soldat, als Offizier erprobt und bewährt. Das sind Dinge, ich sag mal, die er wertschätzt, so eigentümlich das ist. Und so lesen wir beispielsweise im 2. Korintherbrief, von den Juden habe ich 5×40 Schläge, weniger einen bekommen. 3-mal bin ich mit Ruten geschlagen, 1-mal gesteinigt worden, 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. 1 Tag und 1 Nacht habe ich in Seenot zugebracht. Oft auf Reisen. Und dann zählt er auf von Gefahren. In Gefahren von Flüssen, von Räubern, von meinem Volk, von den Nationen, in der Stadt, in der Wüste, auf dem Meer, unter falschen Brüdern. In Mühe und Beschwerde, in Wachen oft, in Hunger und Durst, in Fasten oft, in Kälte und Blöße und so weiter. Diese Dinge sind etwas, wo er sagt, ich bin da durchgegangen für den Herrn. Und sieht doch manchmal die Herausforderung deines Lebens eben genauso, dass du sagst, das sind Phasen, durch die ich siegreich hindurchgehen werde. Der Feind wird mich dadurch, dass er mich hier so attackiert, nicht stoppen können. Im Gegenteil, ich werde kampferprobt und ich werde weitergehen, so wie Paulus. Nimm es einfach als einen Orden, den du dir sozusagen verdienst, indem du durch diese Dinge hindurchgehst. Ich glaube, dass dies wirklich ein Wort für einige von uns ist, was hilft, die Herausforderungen, die Schwierigkeiten, die Probleme unseres Lebens einfach als das zu sehen, was sie sind. Das ist der tägliche Kampf, der uns verordnet ist. Eins jedenfalls so zu wissen und daran kannst du ganz, ganz, ganz festhalten. Gott hat mehr für dich.